Wieso sind wir leider gar nichts begegnet? Tomp of Sir Magnus, das war glaube ich auch blöd. Tomp, 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 oder? Wenn die Stadtnamen zufällig generiert? Ja, so halb, glaube ich. Aber ja. Und die ganze Karte wird zufällig generiert. Aber es ist halt alles irgendwie so auf deutsches Mittelalter basierend. Das hat mich auch die längste Zeit verwirrt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre nicht... Weil das Spiel gibt es aber nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Es ist aber von Deutschen gemacht. Deswegen basiert das alles auch so auf deutschen... Keine Ahnung. Deutsche Mythologie? Kann man das so sagen? Auf jeden Fall gab es halt... Oder deutschen Mittelalter-Horrorgeschichten. Also abgesehen von den Orks vielleicht. Aber so Nachzehrer und das ganze Zeug. Und Hexen natürlich und so shit. Ohne jetzt Hexen als Shit bezeichnen zu wollen. A few Orc Warriors sind natürlich auch wertgeschätzte Mitglieder der Gemeinschaft, selbstverständlich. A few Orc Warriors, das heißt, es ist Hammerzeit, I guess. Wir könnten uns ja mal ausnahmsweise tatsächlich so bewaffnen, wie wir sollten. Ich meine, ich hätte ja schon Lust, aber oh, es ist gefährlich gegen Orks. Ich hätte ein bisschen Lust, dem lieben Radolf hier. Einfach so eine... Ich könnte dir den Hammer einfach hier in die Hand drücken. Ne? Two-handed Hammer. Und dann fetzt du einfach drauf und machst die ganzen Orc Warriors fertig. Kind of fun. Bist auf 0 von 73 so und wenn ich dich so ausrüste. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen too risky. Warte mal, wo sind die ganzen Hämmerchen hin? Da sind die Hammer. 0 von 65. Das ist doch sogar mehr Ausdauer, wenn ich dir den Hammer da hier in der Damage. Ich glaube, wir drücken dir das tatsächlich mal in die Hand und hoffen, alles geht gut. Was soll schon schief gehen? Du bist wenigstens nicht nach irgendwem, einem Zuschauer benannt. Das heißt, es ist nicht so. Ich meine, es ist trotzdem absolut schrecklich, wenn du sterben solltest. Mit den Stats und den Sternen. Aber sagen wir einfach mal, du stirbst nicht. Auch wenn ich das mache. Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, nicht wahr? Positiv denken, Gummibomb. Positiv denken. Ist angesagt. Will ich euch doch Sperre geben am Rand? Wieder die Frage. Ich denke so. Du bist ein Skittles, oder? Das kriegst du nicht mehr. Alright. It should be fine. Folklore, genau. Dankeschön. Okay. Ebo und sein Warbow müssen leider noch kurz chillen. Weil die sind noch nicht nah genug, die Orks. Müssen wir genau so stehen, dass sie dann hier... Ich glaube... Ah, fuck, das hätte ich aber gleich machen sollen. Wir können es beim nächsten Mal machen. Ich glaube, wir werden uns ein bisschen zurückziehen. Aber schauen wir mal zuerst, was die Orks machen. Die Orks machen das, was ich von ihnen erwarte. Wir können uns zwei zurückziehen. So, dass ich da noch mehr raufstellen kann. Und da vielleicht... Die sind immer. Ich glaube, ich ziehe uns sehr stark nach oben zurück, nach Norden. Immer so. I have a plan, kind of. Du kommst dahin. Du kannst jetzt leider dabei nichts machen. Which is a sad story. Du kommst hier hin. Ich meine, du kannst, aber eigentlich da musst du hin, schlussendlich, glaube ich. Das heißt, du musst dahin, schlussendlich. Du musst hier hin, schlussendlich. Jetzt dürfen die noch nicht zu schnell nach vorne kommen. Drei Krieger sind es gleich. Du kommst da hin. Du kriegst jetzt den Stockerl hier, nachdem du den Warbow hast. Du kommst hier hin. Hier hin. Hier hin. Und hier hin. Alright. Jetzt haben sie keine Stockerl mehr und ich habe zumindest ein Fernkampfstockerl und ein wahrscheinlich komplett unnützes Sperrkampfstockerl oder Sperrträgerstockerl. Ja, stellt sich nach unten bitte, da kann man besser auf ihn schießen. Kalikiko kann gleich einmal mit 71% hier nicht den Schild treffen, bitte. Sind die Krieger. Normalerweise lassen die wenigstens ein bisschen auf sich warten. Schön. Zweimal getroffen mit dem Warbow, so soll es sein. Ey, 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 ey.
Du machst mal hier eine Spearwall. Wir wollen mal natürlich immer zuerst einmal Focus feiern. Wie man das halt so macht. Schade. Der hat kein Schild, oder? 85% Chance, dich zu treffen. Dann wird die schlicht und einfach nur Shieldwall, glaube ich. Ich kann keinen Schritt nach vorne machen. Oh. Right. Du existierst ja noch. Upsi. Einmal Shieldwall. Shit, der Krieger ist schnell nach vorne gekommen. Ich meine, er steht wenigstens beim Zweihandhammer, aber der Zweihandhammer hat auch sehr Angst vor ihm. Das wird nicht viel helfen, ist das Problem. Gegen den Warrior. Ich hätte eigentlich lieber mal die Ork Yang gekillt. Die stehen aber gerade deppert, also warte mal kurz. Alright, was hast du? Smite! A slow overhead strike performed with full force to smash a target to bits. Anyone hit will be staggered and lose initiative. Shadow, swing the weapon in a wide arc that hits three adjacent tiles, split shield. Na, wir hauen einfach voll drauf. Yes, da geht auch gleich mal ordentlich Rüstung kaputt. Love it! Love it. Wusste ich doch. Leider. Ich meine, er ist fast tot. Ich sollte wahrscheinlich... Dieser Ork Warrior muss schon sterben, aber ich will zuerst mit den Hämmern draufhauen, weil die besser gegen Rüstung ankommen. Okay, da können wir nächstes der Boe auch drauf schießen. Wir haben unsere Ziele hier. Du bist ein... Du machst mir Angst. Ah, Gott, der mit. Okay, da ist die Sache relativ klar. Leider den Ork Yang nicht besonders toll getroffen. Du hingegen solltest eigentlich ihn angreifen und du brauchst doch gar nicht Shield Wall zu machen, weil er wird wahrscheinlich sowieso den Zweihänder angreifen. Ist noch ein Ork Warrior. Kann jetzt da noch irgendwer nachher draufhauen? Die wollen sowieso nicht da, wie es aussieht. Also mach mal deine Spear Wall hier hin. Vielleicht ihn wird dich engaged. Ich glaube, meine wertvolleren Battle Brothers. Okay, so weit, so gut. Das ist immer noch äußerst unangenehm. Bitte dich nicht da... Ich meine, wenigstens ganz rechts steht das Skittles hier. Oh no! Fragt sich für wie lange, wenn da jetzt ein Ork Warrior steht. Das sollte dich ja vielleicht irgendwann killen. Yes. Das heißt, du kriegst nochmal einen Schuss. Das gefällt mir gut. Ich meine... Irgendwer muss sich um dieses fucking Metallvieh hier kümmern. Okay, okay, das war... Wesentlich weniger schlimm als befürchtet. Komm mal hier rüber. Okay, Kalikiko, kill. Nice, bevor er dran gekommen ist. Wunderbar. Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, goodbye, Skittles. Aber du kannst wenigstens noch einen Armbrust bolzen, in einen zukünftigen Mörder reinfetzen. Was doch auch befriedigend ist, nicht? Ich bin sicher, überleben wäre schöner, aber man kann eben nicht immer alles haben. Bamsty? Oh, Treffen wäre super gewesen. 94%. Beim 94% muss ich ja fast machen. Ja, das mit dem Warbau geht das ganz okay. Du schießt ihn den ganzen Kopf an, wenn er eigentlich am Körper keine Rüstung mehr hat. Wir halten viel aus. Nein, okay, er ist nicht betäubt. Which is nice. Wir können nicht dahin und betäuben. Also komm mal dahin und schau, was er nachher macht. Vielleicht kriegt er... Du bist auch ein Skittles. Ich bin wirklich gerade sehr damit zufrieden, dass zwei Skittles diesen Ork Warrior hier umrunden. Oder umrahmen. Hat jetzt einfach gar nichts gemacht? What the fuck? Du machst mal weiterhin das hier. Du kommst hier hin und hast von hier nochmal drauf. Auch den Kopf getroffen. Oh, das ist er. Wow! Skittles hat... Ah ja, genau. Ich habe vergessen, dass das passiert. Shit! Da ist der Hut schon weg. Okay. Fuck. Alright, alright, alright. Right, genau. Das ist das Problem an euch. Right, 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 right. I remember. Das ist das Problem an euch. Aber ihr seid normalerweise nicht besonders schnell dran. Und du hast schon Footwork, oder? Please. Außerdem, stirb einfach. Wie wär's damit? Oh, nicht getroffen. Schlecht. Warten. Drauf hämmern. Yes!
Okay, Eboe-Lebensmittelsack ist eh schneller dran. Okay, das, der wäre auch tot. Das heißt, du musst nicht mal Footwork haben. Du wirst dich hier wahrscheinlich gleich durchschlängeln. Die sind auch immun gegen Betäuben, leider. Which is bad. Niki. Wo sind die Orc-Young? Da. Du machst jetzt kurz Pause hier. Oh Gott, der verblutet. Außer ich gewinne den Kampf diese Runde. Oder bevor er das nächste Mal dran ist. Which is not gonna happen. Habe ich irgendwo... Wait a minute. Hat Kalikiko eine Bandage? Habe ich ihr die je gegeben? Ich bin very smart. Und Kalikiko keine Bandage hat. Und sie hat sich ja schon... Ja, sie kann diese Runde nichts mehr machen. Ich glaube, du bist leider nächste Runde schneller dran. Außerdem holt ich jetzt gerade der andere Krieger ein, wie es aussieht. Niemand von euch hat eine... Aber ich habe es vorher nicht gesehen. Ich glaube, sie hat gar keine Bandage, leider. Wenn er nicht ist, der Hauptfrau gegeben. Doesn't look like it. Ich glaube leider, Eboe, du bist super tot. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Jäger. Das ist nicht etwas. Du wärst zuerst dran, du hast aber keine Bandage. Fuck. Okay. Alles Gummi von Schuld. Der fucking Hut! Da ist er. So. Rette deine Ehre hier noch. Und baba. What a sad story. Jetzt brauche ich wirklich viele Jäger. Ah, die Viechis sterben einfach auch noch nie. Das ist so eine Unart von diesen Kriegern. So, die restlichen Bogis könnt ihr jetzt aber bitte überleben, weil sonst wird es langsam unangenehm. Stirb doch einfach! Und dann noch sowas. Ich meine, den Eboe killen, okay. Aber den Kite-Shield kaputt machen? Für was? Why? God damn it. Ist der Bogen jetzt auch weg? Ich glaube nicht. Ich nehme mal an, du wirst ihn fallen gelassen haben. Ich hoffe sehr. Wenn der Bogen auch weg ist... Aber ich glaube normalerweise... Also meistens kriegt man die Sachen von den toten Leuten. Gesetzt den Fall... Man gewinnt den Kampf, was wir eigentlich hier tun sollten. Habe ich zumindest vor. Au. Fucking Ork-Krieger. Einmal. Nur einmal diesmal, wie es aussieht. Da musst du nicht du hin. Du kannst dich da hinhüpfen. Du kannst dich dahin hüpfen. Ihr Zigzag. Kalikiko muss sich ein bisschen näher dran trauen. Da kannst du immer noch niemanden angreifen. Hock dich trotzdem mal daneben. Jetzt kommt der schon wieder daher. Wenn irgendwer um seine Meinung gebeten hätte, bleib da drüben. Ja, genau. Kommt davon. Oder keiner von euch nochmal weglaufen vielleicht? Also ich meine nicht meine eigenen, ich meine die Krieger. Normalerweise kriegt man sie irgendwie zum Fliehen, aber die haben jetzt irgendwie gerade gar keine Lust. In irgendeiner Weise hier von mir abzulassen. Macht mehr Zweihänder. Alleine Zweihänder, okay, der flieht, das ist gut. Okay, nur noch eine übrig. Kalikiko hier hin. Auf ihn reinstechen. Dann eine kleine Rotation und bamst die. Wonderful.
Okay, wir haben noch zwei Bogies. Okay. Level 8 Bogie. Level 8 Bogie. Also natürlich vor allem, weil sie Boa ist. Meine ich damit. Okay, er flieht auch, Sache gegessen. Leider ein bisschen zu spät. It's over. Ich kann gar nicht mehr zusehen. Da ist er. Ja, natürlich, es gibt einfach wieder eine Boa den zweiten. Das ist ja logisch. Nur nicht Wernhard. Wernhard habe ich mittlerweile ins Herz geschlossen. Den kann ich nicht umbenennen. Back to Weidhof. Hey, Weißenfels, habt ihr zufällig ein paar Bogies? Maybe. Please. Kein Bogie. Ich sage nur, vielleicht wenn man Hilfe bekommt von jemandem, der böse Axt in der Nähe abschlachtet. Und einer dieser Leute heldenhaft sein Leben verliert. Sollte man vielleicht Ersatz bereitstellen. Just saying. Wir müssen das ganze Zeug reparieren, weil... Ah ja, ich meine, gut eingefädelt, Lazarus. Heißt der Großherz und bekommt doch den... Kriegt doch den Bogen. Wenn da nicht ein kleiner Stoß in den Rücken vorher war. Weiß nicht, ich habe nicht genau hingeschaut. Wo der Boe vor den Orkkrieger gefallen ist. So, bist du wenigstens der mit den meisten Kills, aber sowas von. 63 Days, 65 Battles, 52 Kills, Bled to Death. Du bist definitiv der mit den Abstand meisten Kills, der gestorben ist. Zumindest bist du von deinem Mut, das ist richtig. Es wird auf deinem Grabstein stehen, dass das ja auch das war, was dir am wichtigsten war im Leben. Ey! Na. Was ich mit dem Geld kriege ich dann erst da oben, gell? Wir gehen jetzt, ich glaube, ich gehe sogar noch. Falls die jetzt wieder nichts haben dort, dann schauen wir noch oder suchen noch die anderen Städte auf, die eine Jagdhütte haben. Du hast auch eine, gell, Hagenmoos. Wir brauchen irgendwo Fernkämpfersatz. Also. Ich glaube, technisch gesehen brauchen wir es nicht unbedingt, aber ich finde einfach, es macht das Spiel viel angenehmer, wenn man Bogies hat. Außerdem sind Bogies cool. In allen Spielen. Achso, wir können noch schnell den Auftrag abschließen gehen. Und eigentlich sollte ich eh zuerst dahin. Nur um zu schauen, ob es jetzt vielleicht endlich Bogies gibt. Nachdem ich noch einen eingebüßt habe. Weißenfels no longer has marauding green skins. Wonderful. Sind mehr Leute da? Kein einziger Gott im Bogie! Was zum Geier glaubst du ist das hier? For fuck's sake. Eine Abstellkammer? Hunter's Cabin! Das ist Immobilienspekulation oder was? God fucking damn it. Renne ich jetzt wirklich bis darüber? Ich mein. Dabei könnte man so einen zweiten Morbo kaufen, falls er ihn gibt. Ja, jetzt kosten sie auch nur weniger. Ah, sie haben hier völlig überteuert gekauft. Holy shit. Okay, das heißt, jetzt kriegst du auch noch einen Morbo. Damit die verbleibenden Bogies wenigstens ein bisschen mehr Bogie-Kraft haben. Ich meine, ich kann mir die Poachers eigentlich nur deswegen kaufen, damit ich wenigstens irgendwen dahin stelle jetzt dabei, bevor wir einen guten Ersatz haben. Und vielleicht habe ich Glück. Und es schaut dabei irgendwann einmal, oder schaut einer bei einem der beiden ein Sternchen oder zwei raus. Ey, was brauchst du? Du brauchst Brawny als nächstes. Graf Eli Gutner. Plus 2 ist wenig. Plus 3 ist okay. Plus 4 wird auch genommen. Perks als nächstes. Ich meine, immer muss ich mich entscheiden, was du eigentlich werden sollst. Ich mag Maces normalerweise. Vielleicht gebe ich dir jetzt die 2 an. Wie viel hast du? Wie hast du ohne Schild? 19. Noch ein bisschen wenig.
bisschen wenig. Man ist nur eins, hast du für schon Battle Forged? Nein, Mace Mastery. Was ist die Mace Mastery? Da ist die Mace Mastery. Schlaf gut, Kalikiko. Du hast kein Schild mehr. Das gefällt mir auch nicht. Sonst ist niemand mehr befördert worden. Nein, ich meine, du kannst dabei noch... Nein, ich glaube, ich nehme jetzt die Poacher. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Aber dann müssen wir wenigstens irgendwas haben. Baldomar kostet wenigstens gerade mal 360. Das ist echt billig. Hans 580. Also kann ich mehr von euch beiden. Crap. Hans in the house. Holy moly. Okay. Servus, neuer Bogi. Alrighty. Eboe. Der zweite. Mit Punkt. Na, ohne Punkt, oder? Titel? Der Hüterich. Oh, der 22. Very good. Widerläufer. Es gibt jetzt leider kein... Ist das nicht schade? Es gibt kein passenden mehr Hut mehr für dich. Oh, warte mal, ich habe was für dich. I win. Einmal ein Jagdbogen. By the way, wer stirbt, der hat kein Recht mehr auf seinen Hut. That's how it works. Das ist eine Regel, ich habe sie nicht erfunden gerade eben. Hey, du bist eigentlich gar nicht so scheiße. 2 Sterne, 3 Sterne. Nur du bist halt nur nicht gut für Fernkampf. Aber du bist eigentlich brauchbar nah. Das heißt, du kriegst einmal das hier, du kriegst dieses hier, du kriegst das hier. Du kriegst auch ein Spärchen, während du noch nichts anderes kannst. Du kriegst einen Dolch, weil wir ja nett sind. Du kannst dabei mal wieder irgendwas anderes in die Hand gedrückt bekommen, wie zum Beispiel ein Schwert. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen weiteren Jäger. Und Geld, irgendwann einmal. Ohne deinen Obst und den Schatten deiner selbst. Vielleicht finden wir wieder einen Hut für dich. Mal schauen. Wobei, wäre es nicht irgendwie fast schon pietätslos, Eboe 22 jetzt den gleichen Hut zu geben, wie dem originalen Eboe? Er hat eher einen Hut, Alter. Nur halt irgendeinen, der auch tatsächlich sein schönes kleines Köpfchen schützt. Wenn das nächste Mal ein Orc Warrior mal fest draufhaut. Und nicht gleich das ganze Blut raussprudelt. Als wäre ein Springbrunnen. Da auch nichts dabei. Zauderle. Da wollte ich. Nein, ich will Sachen verkaufen bei dir. Alrighty. Jetzt haben wir, so viele Schwerter haben wir gar nicht. Oh, du. Das scheint gut zu sein, oder? Ja, 19 ist fein. Und wir haben ja eh gerade leichte Geldschwierigkeiten. Das heißt, du musst weg. Die Fischwerte behalte ich dabei. Das verkaufen wir auch. Wieso existierst du überhaupt noch? Du bist weg. Die Flays bleiben. Du kommst weg. Ich meine, dabei könnte man dir eigentlich eine Armbrust geben, weil du triffst mit dem Bogen wahrscheinlich genau Nüsse mit 48. That is actually true. Kommst du, weil, haben wir Bolzen? Warte, ist das Kind? Das Kittles hat die Bolzen nicht liegen gelassen, wo er gestorben ist? Okay. Fein. Ah, dass sie mit ins Grab genommen sind, blöden Bolzen. Wir verkaufen einen Hunting Bow, wir verkaufen dich. Das bleibt derweil da. Ich meine, ich habe eh schon Hämmer verteilt gehabt, wie blöd. Naja, wie blöd. 2 Hämmer. Ich habe jetzt noch weitere. 2 Hämmer. Nee, das kann man jetzt wirklich nicht so wie blöd nennen. War ich dermaßen viele Schwerter.
Gegen manche Gegner ist es nicht schlecht. Aber wir sind eh schon auf 43 und wir haben wieder 2900 Gold. Das ist fein. Kannst du mir... Oh mein Gott. Ich brauche von irgendwem anderen die Werkzeuge, weil die sind hier völlig überteuert. Aber wir können kurz... Was war das schon wieder? Was ist das hier? 1350. To Gerheim, 3 days to the northeast. Warte mal, das ist genau da, wo ich hin will, oder? Muss Gerheim? Gerheim ist da. Und Hagamos ist das mit dem? Hagamos ist das. Ich bin mir nicht mal... Naja, Gerheim ist technisch gesehen schon ein bisschen näher. Okay, gehen wir nach fucking Gerheim. Fein. See if I can. Ist ein bisschen risky, wie immer mit Karawanenmissionen. Ich habe wenigstens einen Ersatz, einen auf der Ersatzbank. Yeah, it's gonna be fine. Ich könnte einen nach hinten stellen, aber wir haben leider keine Pik oder sowas, oder? Weil ich die alle hergegeben habe. Right. Und wir haben auch irgendwie keine neue Beute dabei. Na gut, dann haben wir halt eine breite Aufstellung. Auch fein. Wir machen die Karawane. Und hoffen niemand oder nicht zu viele Bösartige lauern uns auf. Einer unserer Leute ist paranoid. Good to know. Kaum stirbt einer, werden sie alle paranoid. Kennt man ja schon. Der Tod ist Teil des Lebens, okay? Ich meine, so weit, so gut verlaufen. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich einfach... Oh, warte mal, gehen wir durch dich durch? Warte, warte, warte. Come on, come on, come on! Ach, es ist so knapp. Fuck. So close. Quadera Demonstrandum, dass ich schon 22 tote Mannen habe. By the way, der Hut von Großcousine Kunigunde ist längst in der Erde. Den gibt's nicht mehr. Ich freue mich sehr, Soldatenkönig, dass du den Fehler, dass du endlich den Fehler aus dem März, den niemand bemerkt hat. Siegmund! Come on, ein kleines Sternchen für Papa? Das ist kein Sternchen! Nehmen wir sternchenlose Jäger? Ich weiß nicht, du bist sternchenloser Jäger. Ich bin kein Fan von sternchenlosen Jägern. Aber ich meine, es ist wenigstens ein Jäger. True. Das sind 84, das ist fast 90. Ich meine, das kann man schon machen. Wenn wir irgendwo noch einen auftreiben, dann kaufe ich... Also, um mal wieder viel Geld haben, dann kaufe ich mir noch einen neuen Jäger. Kaufe ich mir. Heuer ich einen neuen Jäger an! Jesus, was ist das für ein Vokabular, Gummibaum? Okay, es ist nur ein bisschen unglücklich. Schau, wie die alle traurig sind, nur weil du gestorben bist, dem Boe. Wer hat einen Hut? Ich habe keinen Hut gesehen. Ich sehe keinen Hut, sorry. Jetzt werden jetzt alle mal saufen gehen. Der Hut ist wahrscheinlich kacke. Ich meine, so kacke wie Siegmund jetzt war. Wahrscheinlich nicht wert, den überhaupt zu behalten. Ich sollte ihn eigentlich verkaufen.
Ich ehre hier nur das Andenken an euch. Boah, ihr seid alle so. Keine Psychopathen, die sich statt den toten Bruder Battle Brother zu ehren, wollen sie ihn ausstopfen, aufstellen und ihm den gleichen Hut wieder aufsetzen. Den wohlgemerkt das Leben gekostet hat. Nein, das sind morbide. 1700 hört sich nach einem ziemlich schweren Kampf an. Auf der anderen Seite. Ist Battle Brother nicht da unten? Ja, aber ihr seid auch alle Battle Brothers. Ihr seid nur Battle Brothers, die nicht Battle Brother heißen. Der Hund ist der einzige Battle Brother, der tatsächlich Battle Brother heißt. Es ist ein bisschen kompliziert, okay? Machen wir jetzt noch eine 1700. Ich will noch eine Easy-Mission machen, okay? Sonst. Ich kenne das schon. Wenn es sonst schon spät am Abend ist und ich noch irgendeine schwierige Mission mache, dann sind am Schluss wieder alle tot. Und dann war es wieder der Österreicher. Wir gehen nach Hellewart. Da gibt es einen Trapper. Ja. Guck mal. Schauen Sie mir noch hier so einen kleinen Freundelwirtschaftsauftrag zu, okay? Der nicht wirklich schlimm ist, aber gut bezahlt, wo man nicht wirklich arbeiten muss, sondern was. Österreichisch. Let's talk pay. Ja. Ja, genau sowas. There we go. Muss den Leuten nur genaue Angabe machen. Gib mir was Österreichisches. There we go. So. Das sind 17 Webknechts. Ich hasse alles. Aber gegen 17 Webknechts. Wieso habe ich so. Ich habe weniger Zeug, oder? Was zum Geil habe ich verkauft, das ich nicht hätte verkaufen sollen? Es kommt mir so vor, als muss ich etwas verkauft haben, was ich nicht hätte verkaufen sollen, sonst hätte ich nicht so viel Zeug. Ich meine, irgendwer von euch sollte das Schwert nehmen, aber ihr habt schon beide eine Ausbildung jetzt, gell? Aber geben die Webknechts? Die Webknechts? Ich glaube, du kriegst jetzt aber auch noch einen Zweihänder hier. 66. Oder doch lieber die Speer. Du kriegst mal auf alle Fälle einen Speer. Wir bauen genug Sperlinge. Nee, ich glaube, einer von euch kriegt Schichten einfach. Du hast ja auch eine AOE-Attacke zumindest. Du kriegst auch noch ein Speerchen. So ist's fein, glaube ich. Alright. Webknecht. Letzter Kampf des Abends. Engage. Ich könnte mir für die Hauptfarmverband kaufen. Japp! Das wird sich Lernfähigkeit nennen. Das wäre mal schlau gewesen. Ich hoffe, ich erinnere mich am Ende des Kampfes wieder dran, bitte. Okay. Zauderle. Nur 56% der Wernhand hier. Okay. Er wollte sich auch selbst aussuchen, wen er erschießt, which is fine with me. Wir haben da keine so starren Regeln. Schade. Okay, Lazarus, let's go. Zeig, was in dir steckt. Ich meine, besser ich nix, I guess. Kalikiko bleibt einmal hier. Wir können schon einfach allgemeinen Schritt nach vorne machen, eigentlich. Geh du dahin. Einmal Spielball. Warte dabei. Ich meine, da muss ich eigentlich niemanden hinstellen. Vor allem, wenn. Naja, du gehst dahin. Warte noch kurz eine Mitte. Ja, das ist, du könntest dann dahin, solange da noch wer mit Spearball steht. I don't know. Es sind eigentlich eh mehr links. Du sollst auch hier hin und eine Spearball machen. Genau, du sollst hier hin und jetzt, das ist Split, oder? Ja. Nice! Graf Eli, genau so und nicht Andreas. Wonderful. Bamsti, du bist auch weg. Dann stech ich mir auf dich auch noch ein. Selbstverständlich. Du könntest hier hin und auf ihn einstechen, was, glaube ich, keine so schlechte Idee wäre. wonderful. Du kommst hierher und machst eine Spearball. Und dann hat mich dieser Zugang sehr glücklich gemacht gerade.
Wir werden jetzt wieder die Sperre dran glauben müssen. Schaffen sie es durch die Verteidigungslinien durch. Wir sind momentan zumindest nicht weg und du kannst die wunderschön zu dritt fertig machen. Ich glaube, wir schießen zuerst mal auf das hier. Bernhard ist nicht gut drauf. Nicht gut drauf. Auch nicht gut gemacht. Okay, jetzt vielleicht mehr Erfolg. Nope. Niemand will das Viech hier killen. Okay, das war die Bogi-Runde war für den Arsch. Ah, zwei Hände machen schon Spaß. Ich kann dich fast weg. Na, wobei ich kann mit dir eh dahin. Das ist fein. Ich steche auf dich einfach nur ein. Du kannst auch auf das Viech einstechen. Wonderful. Ich meine, es ist fast übertrieben, das jetzt aber. Er hat nicht getroffen. He simply missed. Kannst du dich selber befreien? 90% Chance. Aber ich mache keinen Damage, wenn ich nicht befreit bin. Gell? Ich dachte kurz, das wäre eigentlich die Zielgenauigkeit, die leidet. Eieieiei. Und das Viech ist nicht tot. Eieiei. Schlechte Runde. Ja. Das wollen sie natürlich. Profitieren von dieser misslichen Lage, in der wir uns befinden, aber so misslich ist sie auch, oder nicht? Ja, ich weiß. Ihr mögt eure Netze. I understand. Aua! Bist du deppert? Hast du keine Rüstung oder was? Das ist ein Problem. Also, das war ein Headshot, deswegen machen die Dinger auf einmal Schaden. Bin ich nicht gewöhnt. Ich möchte zuerst schauen, ob wir sie nicht killen können, bevor ich hier in die Aktionspunkte verschwende, um mich raus zu manövrieren. Oh, ich hätte doch wen befreien können, ich Idiot. Das genau in dem Moment gesehen, wo ich schon drauf geklickt hatte. Okay, das war nicht der richtige. Gib bitte 78% Chancen. Alright. Jesus. Muss ich halt aus den Netzen befreien, sonst wird das alles nix. Ah, oh, okay. Auch nichts gekillt. Not good. Free ally? Nein, how about you free yourself? Und dann free ally von mir aus. Okay. Ich meine, du bist schon auch ein bisschen schlimm dran. Du bist fast schlimmer dran als die Fernkämpfer. Okay, einspielen, Viechi tot, wonderful. Ah, du kannst auch da. Nein, du kannst nicht dahin, du kannst ihn stechen da. Nein, kannst du dahin. Okay, jetzt können wir sogar wieder auf Zeug schießen. Wonderful. Dich wird sich eh gekümmert, du könntest problematisch sein. Auf den kann ich nicht schießen, weil sonst schieße ich noch unseren neuen Mitgefährten hier an. Kannst du auf irgendwas schießen, ohne den anderen anzuschießen? Ja. Und schießt da drauf. Du kannst sogar direkt auf ihn schießen. Oh, schade, knapp. Mhm, wieder vernetzt. Na, ja, das wird unangenehm für ihn. Es wird sein, dass er stirbt. Yep. Schade. War nur brauchbar nah, also nicht ganz so schlimm. Wir können uns dann auch langsam jetzt wirklich bessere Backgrounds kaufen. Auch für Nahkämpfe. Du bist böse, aber du bist wahrscheinlich eh gleich hin. Ich darf nicht schon. Okay. Wasn't too bad. Dich können wir jetzt bitte wegkillen, dann auf dich schießen, dann nochmal schießen. Stimmt, um dich müssen wir uns eigentlich wirklich kümmern. Du die Fernkämpfer nicht weiter belästigst, du wärst hin. Dann kann ich ihn mal angreifen, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe. Jetzt darauf einstechen. Wonderful. Du hast
der hier aufs Maul. Du gehst deinen Schritt nach vorne und köpfst dieses Spinnengetier. Kann dir wer andere helfen? Vielleicht. Ich meine, mir ist es eigentlich eh wichtiger, dass er frei ist, als dass du selber frei bist. Aber hey, wenn du beides machen kannst, umso besser. Schade. Okay, die wollen schon fliehen teilweise. Da ist gar nichts mehr im Leben. Du wirst auch hin. Frei dich mal selber, wenn es geht. Wonderful. Kannst da und einmal drauf einstechen. Du solltest das killen können. Alright. Ich glaube, dann wären wir fertig. Einen leider verloren. Es hätte nicht sein müssen, wenn ich es ein bisschen besser gemacht hätte. Aber es ist auch nicht das Ende der Welt, wie gesagt. Irgendwann will ich eh ein bisschen kompetentere Nahkämpfer haben. It's over. Immer brauchbar nah. So, Verband kaufen, gell? Ich hoffe, es gibt jetzt einen Helmut ein. Es wird wahrscheinlich eben mehr Leuten im Verband geben. Ja, wir kaufen mal zwei Verbände hier. Wir haben sonst, gibt es hier nur das Euer. Es gibt relativ viel solche, das gefällt mir. Jetzt haben wir nicht so viel Geld. Gibst du... 14. Da muss man nicht unbedingt jetzt verkaufen, unbedingt. Wir drücken das jetzt noch wie jemanden in die Hand hier. Außerdem muss noch irgendwer andere nach vorne. Wonderful. Kalikiko, das Level Up mache ich beim nächsten Mal. That's fine. Aber du kriegst hier einen Verband. Frage ist, nein, euch will ich die Pfeile lassen. Ich meine, sonst können die ganzen Nahkämpfer haben noch eine Stelle frei. Ich glaube, wir fangen mal an, ein bisschen Verbände zu verteilen, damit das mit dem Bluten in Zukunft nicht so ein Riesenproblem ist. Weil es ist wirklich ärgerlich, wenn die Leute verbluten, obwohl man eigentlich eh schon gewonnen hätte. Alright! Aber das wär's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, Boy, dass du gestorben bist. Es tut mir sehr leid. Ich werde noch ein bisschen, ich werde noch ein Kerzchen für dich anzünden, wenn ich irgendwo eins finde. Das nächste Mal streamen wir nicht Mittwoch, weil Mittwoch habe ich keine Zeit. Möglicherweise stattdessen Donnerstag, aber das kann ich jetzt noch nicht ganz sicher sagen. Samstag definitiv wieder Ziff. Und dann Mittwoch wahrscheinlich wieder Battle Brothers. Also entweder machen wir Donnerstag Battle Brothers oder wir machen nächsten... Was habe ich jetzt gerade gesagt? Mittwoch. Also nicht den Mittwoch, der jetzt kommt, sondern Mittwoch nächste Woche, das nächste Mal Battle Brothers. Kündige ich aber alles sowieso auch auf dem YouTube-Channel an. Also solange ihr dort vorbeischaut, solltet ihr es nicht verpassen. Habt so einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Servus.